Hallo Andreas. Hallo Elisabeth. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns heute an Häuser und Gesichter, Halle 1983 bis 85 von Helga Paris. Und während du vielleicht schon mal durchblätterst, würde ich gerne ein paar Sachen zur Person sagen und vielleicht auch schon zur Arbeit. Und vorne, ganz vorne in dem Buch, gibt es einen kurzen Text von Helga Paris. Den würde ich vielleicht, weil der so eine gute Stimmung setzt, um sich das anzugucken, das mal eben kurz vorlesen. Ich habe Halle fotografiert wie eine fremde Stadt in einem fremden Land. Versuch, alles, was ich wissen und verstehen könnte, zu vergessen. So, als hätte ich beispielsweise in Rom fotografiert. Genau, zu dem Anfang sage ich dann gleich später noch was. Helga Paris ist 1938 in Golno geboren. Damals gehörte das zu Pommern. Heute heißt es Goleniow. Und ist nicht weit von Szczecin entfernt. 1945 ist sie dann mit ihrer Mutter nach Zossen geflohen. Das sind so ungefähr 230 Kilometer. Dort hat sie dann 1956 Abitur gemacht, ist dann nach Berlin umgezogen und hat dann Modegestaltung studiert an der Ingenieurschule für Bekleidungsindustrie und hatte schon damals ein starkes Interesse an Kunst, Kino, Literatur, Malerei, Theater. Und was ich ganz bezeichnend finde, ist, dass sie dann ja den entsprechenden Freundeskreis auch hatte aus genau diesen Bereichen. Sie hat zuerst privat fotografiert und nach einem positiven Feedback in genau diesem Freundeskreis über ihre Arbeit hat sie dann angefangen, das ernst zu nehmen. Als Vorbild hat sie mal William Klein Moskau genannt. Finde ich auch interessant, weil das ja auch eine Arbeit ist, die sich so mit einer Stadt beschäftigt. Sie hat dann in so Jobs in Fotolaboren gemacht, um dann 1972 mit einer Mappe um die Aufnahme als Kandidatin im Verband Bildender Künstler zu bewerben. VBK heißt er und ist dort nach 3 Jahren dann richtiges Mitglied geworden. Und das war wichtig, um in der DDR als freischaffende Fotografin überhaupt arbeiten zu können. Man hat dann Reportagen fotografiert, Reisen, Theaters und Repros. Helga Paris ist 2004 mit dem Hanna-Höch-Preis ausgezeichnet worden und hat 2019 den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie, DGPH, bekommen, als hochverdiente Chronistin ihrer Zeit. Stand da in der Begründung, aber sie ist natürlich viel mehr als das. Sie hatte 2004/05 eine große Ausstellung im Sprengelmuseum in Hannover mit einem super Katalog, herausgegeben von Inka Schube, die auch die Ausstellung mit ihr gemacht hat. Und ich finde den Katalog super, wenn man sich einen Überblick über ihre Arbeit verschaffen will, von der wir ja heute jetzt hier nur einen ganz kleinen Teil angucken. In diesem Katalog gibt es auch einen Text von Helmut Brade, von dem auch in diesem jetzt hier vorliegenden Fotobuch ein Text drin ist. Vielleicht noch so ein paar Sachen, die Inka Schube in dem Katalog geschrieben hat. Zitat: Sie hat keine Schule begründet, ist keiner solchen verpflichtet und tritt auch darüber hinaus eher unauffällig, ohne die inzwischen übliche Strebsamkeit an die Öffentlichkeit. Zitat Ende. Und das finde ich auch, ich finde, es ist so eine absolut eigenständige Position. So, das eben nicht, in der Folge von oder, das kann man da einsortieren, sondern ich finde es so sehr eigenständig eben. Und dann gibt es noch ein weiteres Zitat über ihr Leben. Da schreibt Inka Schube, dass im Werk von Helga Paris mindestens 2 Erzählungen enthalten seien. Zitat: Die eine handelt von der Geschichte eines Staates in der Mitte Europas und östlich der Frontlinie des Kalten Krieges.
Seine Dauer wird irgendwann einmal kurz erscheinen und vermochte doch die Hälfte langer Leben auszumachen und der Öffnung seiner ängstlich gesetzten restriktiven Grenzen. Die andere erzählt vom Leben einer Frau, die im Frühling des Jahres 1945 knapp 7 Jahre alt war und mit der Erfahrung des Krieges und seines Endes unbewusst, bewusst und mit großer Offenheit und unverletzt scheinendem Vertrauen in die Welt geht und schaut. Die eine berichtet von Verlust, Restriktion, Zerstörung und Zerfall. Die andere erzählt von einer fortwährenden Neugier auf das, was den Menschen auszumachen scheint. Zitat Ende. Und ich glaube, genau dieses Zweite ist das, was man ganz stark in diesem Buch sieht. Ja, mit Halle ist natürlich Halle an der Saale gemeint, sollte man hier in Nordrhein-Westfalen vielleicht noch dazu sagen. Ist aber, glaube ich, auch klar. So, und dann finde ich, gibt es noch einen wichtigen oder einen guten Hinweis in dem Katalog, in dem Text von Inka Schube, was auch noch mal vielleicht was über diese fotografische Herangehensweise oder so sagt. Zitat, in der ersten Hälfte der 1980er Jahre bringt der Fotograf Arno Fischer während eines geselligen Beisammenseins unter Kollegen die Idee ins Gespräch, die DDR im Sinne der amerikanischen Farm Security Administration zu fotografieren. Helga Paris nimmt die Idee ernst und entscheidet sich als Motivfeld für Halle, eine traditionsreiche mitteldeutsche Stadt. Hier und im nahegelegenen Bitterfeld hat die chemische Industrie das Sagen. Zitat Ende. Und ja, auf Halle ist sie gekommen. Weiß ich nicht, ob es Zufall ist oder auf jeden Fall hat ihre Tochter da studiert und dann war das eben die Gelegenheit, nach Halle zu fahren. So. Das ist 86 dann veröffentlicht worden, das Buch. Genau, da, das ist eine längere Geschichte. Okay, da kann ich auch. Es ist ja dann genau, 83 bis 85 wird fotografiert. Dann nehmen wir das einmal kurz weg oder zur Seite. Das ist der Katalog, über den ich gesprochen hatte, vom Sprengelmuseum. Den Inka Schube gemacht. Genau, da wollte ich jetzt gar nicht irgendwie reingucken oder so, nur dass man den mal gesehen hat, mit auch einem echt sehr starken Porträt, finde ich. Und da in diesem Text arbeitet Inka Schube dann quasi das nochmal so ein bisschen auf, was da passiert ist. Da möchte ich auch nochmal was vorlesen. Jetzt, weißt du, ob der vergriffen ist? Nee, weiß ich leider nicht. Hm. Ich war, ja, meine ist schon etwas abgegriffen. Genau, also da geht es eben wieder um Helmut Brade, der auch die Gestaltung von diesem Buch gemacht hat und dort eben auch einen kurzen Text vorne geschrieben hat. Also, Zitat, und das ist jetzt so die Zusammenfassung, wie es eben zu diesem Katalog gekommen ist, wobei es ja so ganz hundertprozentig klar, was das jetzt genau für ein Katalog ist und wann der gedruckt wurde, habe ich nicht. Aber wenn du jetzt von Katalog sprichst, meinst du das oder das? Okay. Das. Aber es ist eigentlich mehr als ein Katalog, es ist ein Buch. Okay. Zitat, Helmut Brade organisiert für den Juni des Jahres 1986 eine Ausstellung der insgesamt mehr als 100 Fotografien umfassenden Serie Häuser und Gesichter, Halle 1983 bis 85, im Marktschlösschen Halle, einer Galerie des VBK. Katalog, Gestaltung und Text, Helmut Brade. Plakat und Einladungskarte liegen bereits vor, als die Ausstellung kurzfristig abgesagt wird. Die SED-Bezirksleitung Halle fordert, die Schau nicht während der Händel-Festspiele zu zeigen. Die Leitung des VBK verschiebt daraufhin die Ausstellung auf April-Mai 1987. Im Februar 1987 fordert Günter Kubach, Mitglied des Rats des Bezirks für Kultur, den Katalog zu ändern. Der Rat stellt die Mittel für einen zu überarbeitenden Katalog bereit. Die Ausstellung wird aufgrund der Verzögerung auf den Juli 1987 verschoben. Am 20. Mai 1987 wird der überarbeitete Katalogentwurf vom erweiterten Sekretariat des VBK-Bezirksvorstands bestätigt.
Eine Woche später verweigert der Rat des Bezirks Halle die Druckgenehmigung. Helga Paris erklärt sich bereit, die Ausstellung auch ohne Katalog zu eröffnen. Doch der bereits begonnene Aufbau der Ausstellung wird durch die SED-Bezirkszeitung gestoppt. Plakate und Kataloge werden vom Rat des Bezirks eingezogen. Helga Paris erhält auf ihren dringlichen Wunsch hin die Fotografien zurück. Zitat Ende. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der damals 1986 gedruckte Katalog ist oder ob das der Katalog ist, der dann später, 1990, mit den Druckvorlagen quasi von 1986 gedruckt wurde. Mit dem alten Datum. Das weiß ich nicht. So, und dann finde ich nämlich auch total interessant, dass dann, sobald es ging, also 1990, die Ausstellung dann endlich stattfinden konnte und da auch genug Leute waren, die da ein wirkliches Interesse dran hatten, dass es stattfindet, dass sie dann auch wirklich stattfinden konnte. So, und später gibt es auch noch eine zweite Version des Buchs, kann man fast nicht sagen. Es gibt ein zweites Buch aus der gleichen Arbeit sozusagen, mit einem ganz anderen Mitteln vielleicht. Die war in Grau, ne? Wieder Häuser und Gesichter in Halle. Ja, das kenne ich. Also das habe ich schon mal gesehen und auch mir schon öfter angeschaut. Aber genau, und es ist im Prinzip die gleiche Arbeit. Es ist aber also erheblich besser gedruckt. Und es enthält viel mehr Text, auch Texte von anderen, kann man vielleicht sind mal die sagen. Bilder, sind die Bilder auch gleich und die Reihenfolge gleich? Oder sind da es auch ist, es sind mehr Bilder drin. Mhm. Und hier Texte von Wilhelm Bartsch, Heinz Tschechowski, Elke R., Björk Kowalski, Christa Moog, Detlef Opitz. Und da gibt es immer so ein wie so Kapitel, Bilder und dann kommt so ein Abschnitt, wo dann Texte kommen und dann kommen wieder Bilder und dann kommt ein nächster Abschnitt mit Texten von einer anderen Person. Und wenn das besser gedruckt ist und da viel mehr Bilder drin sind, warum reden wir über das? Ja, weil ich das so als, ja, mit den eben 1986 möglichen Mitteln zusammengestellt und vor allem auch zusammengestellt dann zu der Zeit, als die Arbeit gerade fertig war. Und das ist ja zwar nicht viel später, aber doch dann so ein bisschen im Rückblick. Ja, und es ist auch ein ganz anderes Gefühl beim Blättern, ne? Genau. Ein ganz anderes Papier. Ja, und ich fand es irgendwie ganz gut, mal in so ein wirklich historisches reinzugucken. Ein historisches Buch. Ja. Okay, bleiben wir bei diesem kleinen Buch. Genau. So, also 1990 kann die Arbeit dann gezeigt werden wiederum in der Galerie Moritzburg und dem Marktschlösschen Halle oder in einer Kooperation zwischen den beiden. Und dann, was habe ich jetzt gesagt, Januar und Februar 1990 war das. Die DDR gibt es immer noch, also es ist immer noch die DDR-Regierung, aber die Mauer ist gefallen und es ist jetzt eben möglich, die Ausstellung zu zeigen. Und war super erfolgreich irgendwie. Die ist 5 Wochen gelaufen und 16.000 Leute haben die angeguckt. Also das finde ich schon ziemlich irre. Mhm. So, und in dieser neuen Ausgabe der Arbeit hat wiederum Helmut Brade ein Vorwort geschrieben. Und vielleicht ist das was, worüber wir dann auch gleich sprechen. Zitat, heute endlich verstehe ich, dass Sie, also die Fotos von Helga Paris, die für die damalige Gesellschaft Verantwortlichen entsetzt haben. Heute endlich sehe ich, was Sie damals gesehen haben, nämlich etwas, das im völligen Gegensatz stand zu Ihrem Traum von einem schöneren Leben. Sie schämten sich für das, was Sie sahen und was Sie schließlich zu verantworten hatten. Zitat Ende. Und ich finde es auch total interessant, dass das erst im Rückblick möglich war, das zu sehen. So, ne? Dass man in dem Moment denkt, man, ja, was denn, ich habe einfach das fotografiert, was da war. So, und es erscheint einem ja nicht irgendwie schlimm oder so, aber manchmal ja, verwandelt es so seinen Charakter in dem Moment, wo man es fotografiert. Ja, total. Das hat ja auch da viel damit zu tun, wie dann sozusagen danach da drauf geschaut wird und vielleicht auch irgendwie gesagt wird, da gibt es ja super viel Leerstand oder da gibt es die Bausubstanz ist nicht gut und das wird dann so von außen auch irgendwie da
nochmal ganz anders drauf geblickt. So, ich sage jetzt mal nach dem Fall der Mauer oder so. Ja. Und vielleicht fängt man genau. dann auch an. Obwohl, das hatte er, wann hat er das geschrieben? Das war noch also ich habe es jetzt von 2006 aus dem Diva in Grau. Aber das ist auch schon die zweite Auflage und das habe ich jetzt nicht so genau untersucht, wie, ob die sich von der ersten Auflage irgendwie unterscheidet. Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, es hat eine gewisse Gräue. Genau, aber es hat auch einen gewissen Charme, finde ich so, in der Größe und in dem, wie die Bilder da auf die Seiten gesetzt sind und so weiter. Also ja, wir haben, es ist 18,5 mal 20 cm, Softcovers hast du, glaube ich, gerade schon gezeigt, mit einem Schutzumschlag, 60 Seiten, es sind innen 56 Fotos und dann gibt es noch das Foto auf dem Cover und das kommt innen nicht vor. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Und das ist bei diesem zweiten Buch auch so, da ist auch das Bild, was außen auf dem Cover ist, ist nicht innen nochmal. Ist das denn innen? Nee. Auch nicht. Genau. Also das sind eigentlich 57 Fotos, 56 innen und eins auf dem Cover. Und in dieser Ausgabe sind es 75 Fotos und eins auf dem Cover. Also 76. So, und was aber gleich ist, ist, dass es immer quasi Doppelseiten sind. Ne? Das ist hier auch. Nur, also das Größenverhältnis ist halt ganz anders. Und auch die Kombinationen sind anders und die Reihenfolge ist anders. So, genau, die Bilder haben alle so den einbelichteten Negativrand. Und hat das auch was mit einer fotografischen Haltung zu tun, wie man das so aus der Zeit kennt? So von wegen, ich schneide nichts an, ich sehe das, was ich im Sucher sehe und das ist das finale Bild. Das kann sein, dazu habe ich aber nichts gefunden. Also. Ja. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter, ne? Ja. So, dann gucken wir mal jetzt auf die Bildreihenfolge. Also, ich finde, es lockt einen ziemlich. Die Frau, die einen direkt anguckt, so. Und dann fängt man an, innen zu blättern und dann passiert aber was ganz anderes erstmal. Ich finde, das ist so, also das ist direkt am Marktplatz, also sehr zentral. Das ist ein Händel-Denkmal und es ist so einerseits so genau der Mittelpunkt der Stadt sozusagen und gleichzeitig dieses Diesige auch, ne, was in dem Text stand, mit dem, dass die Chemieindustrie da so nah ist und das ne, also wird sicher auch am Wetter gelegen haben, aber ich glaube, dass es dieses Wetter damals häufiger gab als heute. Und es ist aber auch interessant, dass es der Blick auf die Stadt ist, sozusagen, also auch von der Statue aus. Genau, gesehen. Wir gucken von hinten auf die drauf. So. Ja, und die Statue guckt in die Stadt und da gehen wir jetzt ja wahrscheinlich dann. Genau, und bevor wir da jetzt reingehen in die Stadt, vielleicht nochmal zu diesen ersten vier Seiten, genau ist der Titel. Dann ist das Impressum und das, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, mit dem das zu versuchen, wie so eine fremde Stadt anzugucken. Dann kommt der Text von Helmut Brade. Und dann gibt es eine Liste mit den Orten. Also das Buch heißt ja Häuser und Gesichter und es sind aber quasi nur die Häuser. Also der erste Teil, in dem ersten Teil sind diese Stadtfotos und die sind ja auch alle genannt. Und dann kommt, nicht so ganz plötzlich ein zweiter Teil mit Porträts und da gibt es dann keine Ortsangaben mehr. Und da gibt es auch keine Namen? Keine Namen, nein. Genau. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen beim Durchblättern, dass es sozusagen erst sehr viel Stadt kommt mit vereinzelt mal Personen und dann hinten ein Block nur mit Porträts, was ich auch interessant finde. Also, dass man das so voneinander trennt, man hätte es ja auch irgendwie mal lockern können und das Mischen. Genau, ich finde, es ist auf eine Weise auch gemischt. Also, weil was ich mir mit dir gerne gleich noch mal näher angucken würde, ist der Übergang. Mhm. Wie kommen wir aus der Stadt dann zu den Porträts? Und das finde ich nämlich auch total interessant.
Also es geht ja auch schon los, also ne, hier ist der Händel drauf, das ist natürlich kein echter Mensch. Und dann sieht man aber durchaus Menschen. Dann gibt es auch wieder Bilder ohne Menschen und so. Und dann finde ich, sehr die, na, hier ist auch jemand, die Wirkung. Aber er ist ja schon sehr, sehr klein. Ich finde, die ganze Stadt wirkt, als ob diese Häuser da mehr oder weniger alleine stehen würden. Es ist so schon sehr leer. Ja, dazu klar. Kommt natürlich auch, dass keine Autos an den Straßen stehen oder sie, ne, sie das immer so fotografiert hat. Und wenn man sich das heute anguckt, findet man tatsächlich dieses Gebäude, findet man wieder und das findet man auch wieder. Und das ist natürlich alles. Hast du alles die Namen, die Straßennamen dir bei Google angeguckt? Genau. Und ja, es ist viel dichter, es ist alles total dicht. So, und hier ist es ja sowieso total weit. Mhm. Das finde ich schon ein großer. Ja, manchmal hat das so was ganz stark Industrielles, manchmal was sehr Ländliches, Dörfliches. Aber es ist schon auffällig, dass die meisten Bilder einfach verlassen scheinen. Genau, selbst wenn, wie hier, Menschen drauf sind. Ne? Dadurch, dass hier ist so viel freie Fläche, hier ist so viel. Also das ist ja immer eine Straße, könnte man sagen. Hier ist sehr viel freie Fläche und die Menschen sind so sehr, also isoliert will ich fast nicht sagen, weil ganz oft nämlich die zu zweit sind. Das finde ich auch total interessant. Ja, hier. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, dass es oft so aufgegriffen wird in dem rechten Bild irgendwas, was in dem linken Bild schon irgendwie vorgegeben ist, wie die Zweiergruppen oder bestimmte genau. Ausschnitte. Genau. Ja. Hier. Genau, die zwei Kinder, die zwei Typen mit dem Hund. Und dann wieder sehr menschenleer und eher so ein Interesse an den, ja, wie sind die Räume, wie sind die Oberflächen, was kann ich da sehen? Also es sieht vom Licht teilweise aus, als sei es früh morgens fotografiert, aber dann wieder teilweise auch, als sei es einfach mitten am Tag fotografiert. Sie hat jetzt sich nicht so eine bestimmte Zeit ausgesucht, wo sie immer losgegangen ist. Also darüber weiß ich nichts. Ja. So. Nee, ich frage auch nur so in Anbetracht der fehlenden Menschen sozusagen. Ne? Ob das jetzt so bewusst Zeiten waren, wo keiner da war oder war einfach ja, keiner das, da? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, so wie es auch ganz unterschiedliche Jahreszeiten sind. Ne? Hier haben wir Blätter an Bäumen oder sie hat ja auch so ein Sommerkleid an und auf anderen Bildern scheint es ja eher Winter zu sein. Ja, es gibt auch Schnee manchmal. Genau, es gibt Schnee manchmal und es gibt auch schlechtes Wetter. Und die zwei finde ich ganz toll, die Doppelseite. Ja. Genau, und das ist für mich so der Anfang der Überleitung. Mhm. Ja, wir haben noch mal hier so eine was ohne Menschen, wo dann aber die Taube drauf ist. Dann hier ist ja schon so sehr genau, wo die beiden sich im Bild befinden, ne, dass sie sich nicht überschneiden. Und dann spiegeln die sich hier noch mal. Hier sieht man noch mal alles von der gegenüberliegenden Seite. Und dann kommen die, ja, die. Also die führen den Gang weiter sozusagen. Genau, ja. Und die sind ja auch dann viel näher als alle anderen Personen, die wir bisher gesehen hatten. Und das ist für mich so wie die Einleitung zu den Porträts. Aber und dann wir sind wir ja noch nicht zurück. Genau, wir sind noch nicht vorbei mit dem Häuserblock. Ja. Genau. So, ne, hier ist nochmal vielleicht so eine ähnliche Spaziergangssituation. Genau, ja. Wobei dann gibt es hier noch einen zweiten und da hinten noch eine dritte Person. Die aber alle gehen, ne? Diese Bewegung, die wir hier schon hatten. Hier ist dann niemand, Winter. Ja. Dann geht die Frau in die andere Richtung. Das ist wie so ein Hin- und Hergehen, ne? Mhm. Also auch vielleicht darauf bezogen, wie sie halt hin- und hergegangen ist durch die Stadt zum Fotografieren.
Die ist auch interessant, ne? Ja. Da findet ja, und da ist noch eine dritte. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr, ja. Aber ihr findet ja auch eine Interaktion zwischen den allen statt anscheinend, ne? Genau, und das finde ich das Interessante, dass das auf der einen Seite so leer wirkt und so unbelebt und auf der anderen Seite die Menschen aber irgendwie alle in einem Kontakt zu sein scheinen. Hm. Genau, der Mann, der vielleicht beinahe von der Leiter fällt oder so. Aber manchmal sind die Bilder echt, unterscheiden die sich von Seite zu Seite in der Druckqualität. Ne? Ja. Hier wirkt das ja eher sehr flau und bei manchen eher... Genau, und das ist natürlich in dem neueren Buch viel besser, jetzt von den Tönen und so. Da sind wir wieder am Markt. Genau, jetzt haben wir drei Personen und die sind sogar, halten sich aneinander fest. Und dann kommen hier nochmal, also nochmal drei Personen und dann kommt das erste Porträt. Und hier ist quasi der Wechsel, wenn man jetzt nach dieser Liste mit den Seitenzahlen und den Orten geht. Ist dann hier das steht das letzte, genau. Die letzte Straßennummer. Genau. Okay. Genau. Das finde ich schon einen harten Bruch hier, so die zwei Bilder irgendwie zusammenzubringen. Das schaffe ich irgendwie nicht so die Verbindung. Aber vielleicht ist das ja auch so gewollt, so einen harten Bruch zu machen einfach, ne? Genau, irgendwie, es macht halt diese zwei Teile vielleicht nochmal deutlicher. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, finde ich ja gar nicht, dass das so übergangslos ist, ne? Ja, ja, also, das so, es wird wie so angekündigt und dann ist es aber trotzdem so eine klare... Ja, aber das macht schon einen Bruch, diese ja. Ne, das Hochformat neben dem Querformat, komplett andere Bildmotiv, sage ich jetzt mal. Und Atmosphäre auch, ne? Das ist so ein bisschen düster, die Straßenbeleuchtung ist schon an. Und dann hier guckt einen so eine total offene Frau an. Mhm. Ja, die Gruppen. Ja, auch die sind nicht alle alleine und die, ich finde, ja, die haben auch immer so eine visuelle Verbindung dann. Sie hat so, ja öfter Doppelporträts gemacht und auch dann hier auch ArbeiterInnen fotografiert und das hat sie ja auch total oft. Also es gibt ja noch eine Serie über ArbeiterInnen in diesem, Textilwerk. Genau, wo auf dem Katalog der Titel auch davon ist, genau. Ja, Doppelporträts finde ich super interessant. So als Genre, falls es ein Genre sein kann. Genau, und Dreier und in dem Fall sogar ein Viererporträt gibt es dann auch noch. So, und was da so deutlich wird, also sie beschreibt auch, wie ihr das schwer gefallen ist, so dann Leute anzusprechen, um die zu fotografieren. Und ich finde, man merkt aber total so die Begegnung darin. Und das finde ich auch total interessant. Das waren wahrscheinlich auch eher schnelle Begegnungen, ne? Also, ja, schnell, aber eben nicht nur so ganz punktuell, sondern es findet tatsächlich eine Begegnung statt. Genau, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie wahrscheinlich sich unterhalten haben, aber es ist jetzt nicht so, dass man erstmal eine Person kennenlernt und genau, dann schaut und jetzt den Anspruch hat, ich möchte jetzt mit Fotografie versuchen, etwas über das Leben dieser Person zu erzählen, sondern es ist wirklich nur die Begegnung und der Moment der Aufnahme. Genau, ist nicht so, ich begleite die jetzt einen Tag lang oder so, sondern... Ja. Es ist aber ein bisschen schade, dass man nicht so viel erfährt über die Orte, wo das aufgenommen ist oder was die Personen... Also vielleicht machen, also man muss ja wirklich dann anfangen zu lesen, naja, okay, vielleicht ist das ein, keine Ahnung, Geschäftsmann oder ist das irgendwie eher nicht? Ja, man so, wird halt schon so auf seine eigene Wahrnehmung auch zurückgeworfen. Ich habe nichts, woran ich mich so festhalten kann, wenn ich die angucke. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Herausforderung. Das ist eine gute Herausforderung, aber vor allem muss man dann halt sozusagen auch die Kurz der Zeit kennen oder lesen können. So. Ja, oder man erfährt halt auch was darüber. Ja. Also ich finde zum Beispiel, man erfährt, dass es überhaupt nicht so eine Stromlinienförmigkeit dazu geben scheint. Nee. Man sieht wirklich
unterschiedlichsten. Ja, sehr unterschiedliche Individuen. So. Aber jetzt mal eine kurze Frage. Bei Diva in Grau sind ja auch viele Bilder drin von Jugendlichen, oder? Oder war das wieder eine andere Arbeit? Das ist wieder eine andere Arbeit. Genau. Aber das war auch in Halle fotografiert? Nee, in Berlin. Jugendliche in Berlin heißt es auch. Okay. So, und wo du auch meintest, dass das ja so, das eine ist die Stadt und dann kommen die Porträts. Und die Porträts sind ja aber trotzdem total in der Stadt verhaftet. Voll. Also ne, zeigen so den Stadtraum immer. Und man erkennt dann auch so Sachen wieder, dass sie dann an der gleichen Stelle mehrere unterschiedliche Fotos gemacht hat. Das ist ja einer der bekanntesten Bilder, ne? Der Feder. Das finde ich auch super, weil ich da so als Betrachterin auch so direkt angesprochen werde und so an die Stelle quasi von Helga Paris trete und mich die Frau jetzt anguckt und mir die Feder so präsentiert. Ja. Und ne, mit dem ich glaube, das ist sowas, mit dem arbeitet auch das Foto auf dem Titel, dass man direkt so als Betrachterin da gemeint ist, sozusagen. Mhm. So, und ich finde auch gut, also ich finde, die haben so eine Offenheit und Uneindeutigkeit, die ich gut finde, dass ich eben nicht sofort so quasi urteilen kann, ah ja, das ist so einer oder der macht das und das so. Und die haben auch so eine Widerständigkeit, also nicht alle auf die gleiche, auf dem gleichen Level oder so, aber hier die finde ich so schon so total stark in dem, wie die so der Kamera gegenübertreten. Und ich finde, es wird aber auch verstärkt eben dann das durch bildnerische Aspekte, wie dass die beide hier so ein helles Oberteil haben und ja, wie die zueinander stehen und gucken. Ich muss gerade noch mal daran denken, was du gesagt hast, dass sie sozusagen sich da, oder dass es diese Unterhaltung gab oder diese Idee gab, wie die FSA vorzugehen. Also ist das sozusagen vielleicht ein Versuch, so die größte Bandbreite der Menschen, die in Halle sind, abzubilden? Oder? Also ich glaube schon, wobei die FSA ja andere Ziele hatte, das kann man so nicht sagen. Also die FSA wollte ja auf, keine Ahnung, Missstände aufmerksam machen. Und das macht sie ja nicht. Genau, also es geht nicht darum, also man kann jetzt böse gesagt, könnte man auch sagen, die FSA hat einen Propagandaauftrag. So, den haben sie sich ja nicht angenommen für sich. Ja. Aber schon die Idee zu sagen, ich will mein eigenes Land quasi so untersuchen und zeigen, was da alles ist und natürlich auch eine bestimmte Art von Bildern davon dann machen. Ja, hier sind wir auf einmal drin, ne? Genau, es gibt ein paar wenige, die drin sind. Dann sind wir wieder draußen, ne? Und wir haben vorhin, glaube ich, ein Foto gehabt, wo man diesen Vorhang gesehen hat. Vielleicht können wir da nochmal zurück. Ja, ich erinnere mich, so eine ganz nüchterne Fassade, ne? So ganz genau, straight drauf fotografiert. Da. Hier. Und dann bei dem ersten Porträt ist es auch drauf. Vielleicht so eine Hauptstraße oder so. Na, hier. Ja, ja. Genau. Und ich finde aber, also man muss schon genau gucken, um das zu finden. Es ist nicht so wie so eine, ne, man denkt gar nicht, dass es so Wiederholungen da gibt. Ich finde, dass es hier, ich bin gerade nicht so sicher, wann welche Arbeiten entstanden sind, aber ich, von ihr jetzt, von Helga Paris, aber das ist so eine Qualität, die ich so habe, wenn ich an Porträts von ihr denke. Also dann, ne, ich finde, hier unterscheiden die sich manchmal auf die Porträts. Ne? Sind nicht alle so super stark konzentriert im Ausdruck und Haltung wie jetzt bei dieser Person. Und ich finde, und deswegen die Frage, ich weiß jetzt nicht,
welche Arbeiten davor oder danach kamen. Ob das hier vielleicht auch noch mehr so die Suche nach, wie fotografiere ich eigentlich Porträts, wie sie mir gefallen ist, oder meinst du nicht? Also, ja, ich finde die nicht so... Wohl. Oh, nee, ich finde die schon ziemlich konzentriert. Ja, das stimmt, die sind konzentriert, aber vielleicht ist mir es jetzt hier zwischen den beiden nochmal so aufgefallen, weil da finde ich schon einen Unterschied irgendwie jetzt. Ja, also ich habe es immer eher so gesehen, dass es so ein, dass es eben nicht so festgelegt ist. Ne? Es gibt Bilder, die eben konzentrierter sind, es gibt auch Bilder, die dann vielleicht einen klassischeren Bildaufbau haben oder so. Und es gibt andere, wo es auch so eine Ablenkung gibt. Genau, und die sind ja auch im Querformat und meistens sind die Porträts, die ich kenne, sind meistens im Hochformat. Und vielleicht ist es auch eher das, was mich gerade so ein bisschen darüber nachdenken lässt. Aber auch das, ja, das ist auch super. Ja. Aber bei manchen Menschen waren irgendwie näher an dem Prozess des Fotografierens dran. Ne? Ich glaube, man sieht schon einen Unterschied zwischen ihr und ihr. Also, dass es eine andere Verbindung, eine andere Situation sie war. Sie duckt sich so ein bisschen weg. Ne? Genau. Sie weicht der Kamera so ein bisschen aus. So, während die halten dann wieder voll dem Stand. Ja, ja. Die sind auch echt stark. Genau, da sind wir dann nochmal drin. Auch hier gibt es ja so eine totale Konzentration bildnerisch und hier gibt es die totale Ablenkung. Ja, und auch das Gesicht ist auch schon anders als bei den anderen. Also das Gesicht ist auch nochmal irgendwie, finde ich, der Ausdruck ist auch eine Ablenkung, wenn man das so sagen kann. Es sind unterschiedliche... Genau, und dann finde ich, wird es nochmal so sehr... konzentriert, intensiv und dann kommen auch die Kinder, die einen so angucken, so, was willst du denn? Die Zukunft. Ja, genau. So geht's weiter dann danach. Der ist gut. Ja, ich finde die alle drei gut. Wenn man gleich denkt, genau, ich würde jetzt gern noch mal was vorlesen von Inka Schube. Wie sie noch mal diese Situation vielleicht in Halle auch beschrieben hat. Weil ich finde es schon sehr, ich glaube sehr spezifisch. Inka Schube schreibt, Zitat, den Skandal um die Ausstellung der Bilder beschreibt der Gebrauchsgrafiker und Bühnenbildner Helmut Prade, der das Projekt zu seiner Entstehungszeit mit Interesse und Zuspruch begleitet hat, in diesem Band, also in diesem. Es ist, wie in seinem Text zu lesen, nicht die Absicht von Helga Paris, die Zerstörung der Stadt zu fotografieren. Es passiert, weil sie fotografiert, was zu sehen ist. Halle ist hinsichtlich der absichtsvollen Vernachlässigung und Zerstörung der gewachsenen architektonischen Struktur kein Einzelfall. Es ist nur zum geringen Teil die Ökonomie der DDR. Es sind nicht allein die geringen Mieten oder die Vernachlässigung handwerklicher Fähigkeiten und der Verlust des Bewusstseins für Materialien im Verlaufe der Industrialisierung, die einer angemessenen baulichen Pflege traditioneller architektonischer Strukturen im Wege stehen. Wesentlich schlägt ins Gewicht, dass, so die Vorstellung der Ideologen, die Arbeiter in modernen Wohnungen zu leben haben. Auch um Halle herum wachsen die Plattenbausiedlungen. Die Führungselite des Staates, zumeist dem Proletariat entstammend und jeden Anschein von bürgerlicher Tradition feindlich gegenüberstehend, kann den gewachsenen städtischen Strukturen, die als antimodern empfunden werden, wenig abgewinnen. Wo der Denkmalschutz schützend einzugreifen versucht, fährt ganz aus Versehen ein Bagger in ein Gebäude, bleibt ein Dach über den Winter ungedeckt. Ist die Substanz der Bauten erst einmal soweit zerstört, ist auch der Denkmalschutz machtlos. Zitat Ende. Ne, das ist auch wie so eine vernachlässigte Stadt vielleicht ein bisschen wirkt. Aber wo irgendwie die Menschen
die sich darin bewegen, sich da trotzdem behaupten. Also so ist mein Eindruck davon. So, und sich nicht nur da behaupten, sondern eben es auch ja, und beleben. Ja, es da auch einfach, genau, lebenswert, ne? Finden, ja. Einfach, ne, das genau. Ist, ja, das ist halt nicht negativ sehen. Ja, und ich finde, wenn jetzt, ne, Helmut, dass Helmut Prade dann darauf zurückgeguckt hat, ist ja jetzt auch schon wieder 15 oder 20 Jahre her. Mhm. Und wir gucken jetzt nochmal mit einem anderen Blick da drauf. Und ich finde die Stadt ja schon total fotogen. Und ich finde halt, Helga Paris kann halt das mit dem Licht total gut. Eben, wie ich eben schon gesagt hatte, mit den beiden Frauen, die da vor der Wand stehen. Oder auch, es gab noch so, hier bei dem finde ich das auch so ja. Erstaunlich, wie gut das funktioniert. Ja, ich glaube, das oder das Bild, was ich vorhin gezeigt habe, sind so meine, finde ich so die stärksten. Das finde ich auch super toll. Ja. Die Schlüsselmeisterin. Ja, ich weiß das nicht. Das finde ich auch gut. Ja, aber das eben, ist halt eher so, das hat was, mehr was von einer Momentaufnahme und das andere ist mehr so eine Porträt-Session. Also ich finde das ja beides gut, ne? Und beides gute Art und Weise, Menschen zu fotografieren. Genau, und ich finde halt gut, wie das in der Arbeit ineinander greift. Ja. Also, dass ich von der Stadt komme ich irgendwie zum Porträt, jetzt nicht so auf einer geraden Linie oder so. Und es gibt eben eine unterschiedlich starke Konzentration auf das Porträt und einen unterschiedlich starken Einfluss der Stadt sozusagen. Ja. Und das so alles zusammen wird so verwoben eben zu dem Bild, das wir dann bekommen. Ich fände es voll spannend, wenn die Arbeit, also die jetzt mal, also wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, so okay, ich lege mal einen Hebel um und dann schaue ich die Arbeit in Farbe an. Also bei dem Bild habe ich mich das gerade gefragt, wie dann so die Farbe wäre. Das ist, glaube ich, auch die Farben dieser Zeit sind, glaube ich, auch nicht unspannend. Ja, okay. Aber es funktioniert natürlich perfekt in Schwarz-Weiß auch. Ich würde gerne noch mal den Katalog zumindest mal kurz durchblättern. Wann war die Ausstellung? 1990 war dann die. Ach so, nee, die war 2005 bis 2006. Die habe ich leider nicht gesehen. Die war super. Ja, das dachte ich mir. Toll. Und ich finde auch, also Inka Schubel beschäftigt sich ja schon sehr, sehr lange mit Helga Paris und die macht eh gute Ausstellungen. Da bin ich ein bisschen traurig, dass ich die nicht gesehen habe. Deswegen, ich muss mal gucken, ob es den Katalog noch gibt. Ja, unbedingt. Ja. Genau, also. Nur mal kurz. Unbedingt, unbedingte Kaufempfehlung. Da sind wir wieder. So. Ja. Ja, klar. Ist das ist nochmal ganz anders gedruckt. Andere, ja, Druckqualität, ja. Das Teil versammeln. Ja, sind auch größer, ne? Also wirken dann auch nochmal ganz anders. Ah ja, okay. So, und wie gesagt, die war in Grau, sind ja schon mehr drin. Ja. Und was ich da nochmal total interessant fand, vielleicht können wir das auch nochmal nebeneinander legen. Weil das erste Bild in diesem, mach mal das erste, nee, das, ich glaube innen das erste Bild. Mit dem Markt. Mit dem Markt, genau. Ist nämlich das letzte Bild in diesem. Ah. Ja, sowas mag ich total gerne. Das finde ich super spannend. Ja. Zu sagen, so quasi, als ich mittendrin war, habe ich das an den Anfang gesetzt und dann. Als sich so die eigene Gesellschaft auflöst und dann gucke ich zurück und dann setze ich das ans Ende. So, und es sind noch mehr Bilder, die hier am Anfang sind, die sind hier eher am Ende. Genau, hier das zum Beispiel. Ja, ja. Ja, also das finde ich super interessant, wäre nochmal eine eigene Untersuchung wert. Genau. So. Ja. Ja, spannend, so kleine Verweise auf frühere
früheren Umgang mit derselben Arbeit finde ich dann auch immer spannend. Und ja, hier gibt es leider nicht diese schöne Doppelseite. Ja. Na gut, man kann nicht alles haben. Ja. Ja, aber also das lohnt sich auf jeden Fall auch, sich das so anzugucken. Aber ich war halt auch einfach super neugierig, wie dieses alte Buch ist, wie sie es da gemacht hat, so aus der zeitlichen Nähe zur Arbeit. Ja, haben wir es dann. Okay, dann machen wir aus. Oder?